Hey, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Unity. Als allererstes muss ich erstmal ein Missverständnis aufheben. Und zwar hatten einige unter meine Folgen geschrieben, warum machst du Botania? Nilo macht doch Botania. Genau, es wäre verboten, dass ich jetzt dasselbe machen darf. Nein, ist es in dem Sinne nicht. Weil wir hatten nur Kenntnis davon, dass Nilo einen Blumenladen macht. Jetzt hat er das Schild weggemacht. Hier stand immer drauf Blumenladen und im Discord war auch immer nur ein Blumenladen irgendwie angemeldet. Was entsteht hier für ein großer Turm? Und deswegen, weil ich mir ja mit Botania nur diese Rüstung... Ich will ja mit Botania an sich gar nichts machen. Ich will ja wirklich nur diese Rüstung haben. Die Terra-Style-Rüstung. Weil die halt grün ist. Weil ich grün mag und weil grün der Hof... den Hof interpretiert und weil es halt kein Geschäft in dem Sinne gibt, der gerade Rüstungen anbietet, kann ich mir natürlich meine Rüstung selber machen. Welchen Mod ich dafür benutze, das ist eigentlich prinzipiell egal. Wenn ich meine Rüstung jetzt fertig habe, baue ich den ganzen Kram sowieso ab und stelle dem den Nilo sogar zur Verfügung, damit er das ganze Zeug sogar verwenden kann. Müsste ich auch nicht machen. So, nur weil ein paar halt gesagt haben, du darfst das nicht machen, ich finde das unfair und es ist kein Regelverstoß. Weil ich will mir ja wirklich damit nur meine Rüstung machen, die es derzeit in keinem Laden hier gibt. Ihr könnt das so vergleichen, dass ich habe ja quasi auch Lebensmittel. Ich biete ja alle Lebensmittel an. Aber die Spieler, solange ich die nicht offiziell anbieten kann, dürfen sich alle anderen Spieler trotzdem die ganzen PAM-Gerichte selber herstellen. Das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip. Solange ich es nicht anbiete... dürfen alles selber machen. Und wie ihr seht, sie haben es auch alle selber in den Kisten drinne, weil sie es sich gemacht haben. Ne, dann dürfen die sich ja auch gar keine Nahrung machen. Aber das ist nur so lange so, bis ich auch die Sachen auch wirklich anbieten kann. Wir haben es auf jeden Fall jetzt so geregelt, dass ich mir meine Terra-Stahlrüstung zu Ende mache. Das ist ja, sind ja nur noch die zwei Teile hier. Dann habe ich sie ja. Und dann packe ich das ganze Kram sowieso ab, weil ich Botania dann eh nicht mehr benötige. Und dann kann Nilo das meinetwegen haben, wenn er es haben will. Dann kann er ein doppeltes Dings aufbauen, mein restliches Mana oder was haben. Aber wie gesagt, ich will ja wirklich nur die Terra-Stahlrüstung damit machen. Deswegen machen wir die auch mal ganz schnell zu Ende, damit wir das einfach rübergeben können. So. Ich packe das mal hier drauf. Ist natürlich schlau, wenn man die Enderperle wirft. Weil man es nicht mit Q macht. Warum kann ich es nicht mehr anklicken? Habe ich irgendwas, ein Update oder so verpasst? Es wurde tatsächlich der Server geupdatet, aber ich war die Platte mal ab und wieder dran. Oh Mann, ich habe so viel Eier. Sadius hat mir den ganzen Hof, wie ihr seht, voller Eiergedönse gemacht. Und ja, seitdem ist mein Inventar voll. Weil meine Kisten voll sind, deswegen. Warum kann ich nichts mehr auf die Platte machen? Hä, was ist das? Ich konnte es doch sonst einfach drauflegen. Kann ich überhaupt was abbauen? Ja, ich kann abbauen, aber... ist ja auch manchmal der Fall, dass wir am Server nicht abbauen können. Deswegen habe ich auch gerade eben die Enderperle aus den Seen geschmissen. Ja gut, dann können wir das momentan... ah, ich bin so hohl. Ich muss es doch erstmal umwandeln. Okay, kein Kommentar zu meiner Dummheit. Deswegen wisst ihr jetzt auch, dass ich niemals... ich werde niemals Botania machen. Nur um euch das mal so zu erklären.
Ah, Mann, ey. Dafür bin ich viel zu hohl. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da braucht sich Nilo keine Sorgen machen und ihr auch nicht. So, ich will nur meine Rüstung. Meine grüne Rüstung. Die Eier werfe ich jetzt mal so lange hier rein, damit einfach mal mein Inventar leer ist. Kann es sein, dass der ganze Server leckt einfach nur noch? Und mein System kann definitiv nicht schon wieder voll sein. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch eine 64-Dings-Speicherkarte bei denen reingelegt. So viel habe ich doch gar nichts gemacht. Die Tage. Wo ist denn hier der Eingang jetzt? Okay. Ich renne mal gerade zu meinem Speicher runter. Hä? Nee, guck, die ist noch nicht voll. Doch, 63 von 63 Typen. Aber hier, 12 von 63, die sind ja auch nicht voll. Warum kann ich nichts reinwerfen? Sonst hole ich mal die ganzen Angeln daraus, die sind eh unnötig. Nö, selbst jetzt kann ich keine. Selbst wenn ich die Angel raushole, kann ich keine Eier rein. Doch, jetzt kann ich Eier reinwerfen. Creepy. Siehst du, jetzt kann ich die Angel. Als ob das System schon wieder voll ist. Was habe ich denn hier reingehämmert? Was ist hier drin, was voll unnötig Platz wegnimmt? Die Weizenkörner. Die können ins andere System. Sonst noch was? Das Hähnchen kann raus, die Kartoffel kann raus. Das Brot kann raus. Ich muss mal ausmisten. Mein Problem ist einfach nur, dass ich hier noch so viel... Oh, diese scheiß Eier, ey. Die Eier müssen ja eigentlich eh ins andere System. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Wir haben ja hier noch 6 Medium Storage. So, packen wir jetzt erstmal die Eier darüber. So, und hier holen wir uns erstmal unseren Stahl. Wie voll ist der Mana-Dings noch? Okay, halb voll. Ich habe aber noch ein Tablett, was wir leeren können. Damit können wir das Mana-Becken nochmal füllen. Wenn es dann drin bleibt. Dann kann man eigentlich nochmal Kohle nachwerfen. Damit auch produziert wird. Ich werfe mal meinen Magnet hier hin. So, erstmal alles voller Kohle machen. Damit die Endoflames auch arbeiten. So. So haben wir definitiv genug eigentlich, um noch ein Terrastal zu machen. So, die verbinde ich alle.
Das sind ja fast alle. Okay, okay. So, da haben wir den Terra. Nein. Mana soll weiter produziert werden. Jetzt gehen wir mit unserem. So, zwei haben wir schon mal wieder. Okay. Kann man hier einmal in den Boden rein. Und hier unsere. Yeah. Sollten wir eigentlich direkt mal Large draus machen nochmal, ne? Wir haben ja die 6 Mediums. White Crystal Blöcke haben wir, die müssten wir aber nur mal schnell empowern. Die empowert man, wie war das nochmal? Mit Holzkohle, Feuerstein, Stein und Tinte. Holzkohle haben wir. Feuersteine auch. Stein logischerweise auch. Tinte haben wir mal wieder keinen. Okay. Können wir aber holen, kein Problem. Flitzen wir einmal hier in Bobs Tintenfischreservoir. Da sind schon die ersten. So, eins. Zwei. Die spawnen ja jetzt hier. So, einmal hier rüber in das Becken. Das ist gut. Hier weiß man immer, wo man Tinte herkriegt, weil die spawnen hier immer. Du weißt ja immer, dass du was kriegst. Gut, hier ist noch alles voller Hühner. Von Xadius Angriff. Von Xadius Kühnchenangriff. So. Das ist das Schöne. Die spawnen so schnell nach. Bringen wir das schon mal weg. Da können wir daraus schon mal einmal die Sachen empowern lassen. Unsere Kohle war das noch, ne? Nehmen wir einmal Holzkohle mit. So. Einmal bei den Jungs in den Keller. Ja, ich nehme das mal gerade raus. Können wir danach mal nochmal die Jungs reinsetzen. Knöpfe. Und normaler Stone. So, Void. Reihenfolge, Reihenfolge, Reihenfolge. Holz, Feuer, Stein. Holz, Feuer, Stein, Tinte. Holz, Feuer, Stein, Tinte. Holz, Feuer, Stein, Tinte. Funktioniert. So, lassen wir mal durchbrutzeln. Die Kiste hier scheint nicht verbunden zu sein, ne? Okay, legen wir das Zeug mal gerade hier rein. So, es war ja nur das, ne? Ja. Kies können wir jetzt noch mal ein paar Feuersteine zaubern. Hier auch noch mal ein paar mehr.
So, kommen wir gleich nochmal wieder. Oder wir warten, bis der erste empowered ist. Da lagen sogar noch welche von mir drin. Alles klar. Crystal, okay. Der Zeit ist einfach drin gelassen. Gut, dann können wir uns damit, glaube ich, schon mal eine Large machen. Wenn wir unser Inventar mal so ein bisschen leer gemacht haben in der nächsten Folge, dann würde ich sagen, bauen wir das, was wir eigentlich schon im Stream vorhatten. Und zwar diese zwei Bäume kommen weg, dann wird das hier gerade gemacht. Und diese zwei Bäume rein kommen weg, dann wird das gerade gemacht. Und dann habe ich vor, im Stream mit Danger später hier wieder alles schön zu machen, weil da hatte ich ja quasi zu viel weggenommen. Und wie gesagt, mir gefallen ja hier die Bäume nicht. Die wollten wir ja eh hinten in die Ecken setzen. Das machen wir jetzt mal dann zusammen mit dem Danger. Und genau, hier hatte ich ja extra frei gemacht. Und hier hinten bei Bob wollte ich noch was hinsetzen. Genau, hier wollte ich noch zwei Reihen hinmachen. Und das finde ich einfach schöner, als wenn jetzt da diese Bögen ausgedingst sind. Das fand ich halt einfach nicht so schön. Aber da sind wir ja leider nicht mehr zugekommen im Stream. Machen wir aber dann. Aber ich würde erstmal sagen, das war's mit der Folge. Wir machen morgen weiter und dann würde ich sagen, bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss!